Nein, 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 nein! Alter, das war... Scheiße. LOL! Ja! Ich lebe! Stay alive. Und ich bin wieder tot. Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Metro. Und ja, ich habe eine neue Grafikkarte. Und deswegen kann ich jetzt auf Ultra zocken. Und dann würde ich sagen, wenn wir im Spiel sind, geht's weiter. So, wir sind jetzt gerade gejoint. Ich nehme hier den Sturmsoldaten mit der Farmers. Sämtliches Zeug, was geht mal drauf? Was ist ein Laservisier? Ich habe noch nie ein Laservisier drauf. Und dann haben wir hier irgendwie mal irgendwas drauf. Hier, Kreuze. Das einfach. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich habe jetzt das Mikrofon ein bisschen umgestellt, deswegen sollte die Soundqualität ein bisschen besser werden. Beziehungsweise ein bisschen besser sein. Ich krieg's jetzt hin, endlich das Rauschen rauszuschneiden, das ich aus irgendeinem Grund immer noch habe, leicht. Lag an meinem PC. Ich habe es jetzt auch noch sehr, sehr leicht, weil dieses Mikrofon sehr geräuschempfindlich ist. Aber ich schneide es dann einfach immer raus. Gott. Und dann passt es. Und ich wollte es ganz kurz zeigen. Hier, ich kann jetzt am Ultra zocken. Ich habe eine neue Grafikkarte. Ja, und wer das wissen will, ich blende das jetzt hier einfach mal kurz ein. Und ja. Ich werde das jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Ecke oben links sehen oder so. Ist eine 77 von, also eine GTX von Nvidia. Eine 77 von Gigabyte. Mit 4 GB Grafikspeicher. Läuft ganz nice, das Ding. Ich kann jetzt auch Minecraft mit Shadern zocken. Bloß einzige Probleme sind immer noch, dass ich zu wenig Arbeitsspeicher habe und mein Prozessor relativ schlecht ist, weil ich einen AMD habe. 8120, FX 8120, bla. Und ja, ich werde jetzt gucken, dass ich mir erstmal einen Schülerjob suche. Und dann noch ein bisschen Geld verdiene, damit ich mir ein besseres Mainboard leisten kann. Beziehungsweise einen besseren Prozessor. Und dafür brauche ich ja, wer sich ein bisschen mit Technik auskennt, auch ein anderes Mainboard. Weil Sockel nicht kompatibel mit AMD und so. Und wen es interessiert, ich will mir einen Intel 4770K holen. Und nochmal 8 GB RAM, damit ich 16 habe und dann ist mein PC fertig, aber tut hier eh nichts zur Sache. Nein! Schade. Schade. Hä, dieser 21er, ich weiß nicht, ob die jetzt hochgepatcht haben, weil die hat normalerweise, also als ich die gespielt habe zu Anfang, hat die wirklich so gut wie kaum Schaden gemacht. Du hast da drauf gehalten wie sonst was und der ist einfach nicht dran gestorben. Also das war schon krass. Übrigens, ich nehme immer diese... Oh, ich habe noch einen Granatwerfer dabei. Ich nehme immer diese Ergo-Granaten mit, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie heißen die Granaten, die ich mit habe? Ich habe die, wo halt am Boden aufschlagen und dann sofort explodieren. Weil ich finde die eigentlich ganz nice, wenn du da irgendwo mal hinwirfst. Und das hier hatte ich nur mal wegen einem anderen Server dabei, weil da wirklich nur Granatspamming war. Da spiele ich dann auch gerne mal mit Noobtube, das ist mir dann relativ, also... Ich meine, es ist im Spiel enthalten, warum soll man es nicht benutzen? Wie der Typ zum Beispiel, ne? Der denkt sich selber, der denkt sich so, Junge! Ich renne jetzt hier mit dem Granatwerfer durch. So, und ich muss zugeben... War klar. Ich muss zugeben, ich habe irgendwie seit Wochen, seit 4 Wochen oder so, kein Battlefield 4 mehr gespielt. Außer jetzt gestern mal eine kurze Runde, um die Grafikkarte zu testen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit Minecraft-Shadern. Übrigens habe ich noch ein bisschen Probleme, weil die ruckeln arg bei mir. Deswegen muss ich halt Shader nehmen, die nicht so viel ziehen. Das, mit einem besseren Mainboard sollte das dann auch kein Problem mehr sein, aber... Ja. Ne? Mit einem besseren Prozessor wäre das was anderes, aber ich habe halt keinen besseren Prozessor. Ich habe meinen und ich muss mich damit zufrieden geben, was ich habe. Lernt man ja so.
Und ja, es läuft. Läuft bei mir. Ich glaube auch das erste Video, wo ich jetzt keinen Gast dabei habe, krass. Oder eins der ersten. Ich glaube, ich habe ein Video habe ich schon, wo kein Gast dabei ist. Aber ohne Witz, Leute, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Ihr wisst, okay, ihr nehmt das was auf und müsst eine Viertelstunde irgendwie schaffen zu kommentieren, ohne dass der Zuschauer lang bleibt. Ohne dass der Zuschauer langweilig wird. Und ja, alleine ist es dann doch relativ schwierig, außer man hat irgendwas halt über das man reden kann. Und da ich das irgendwie immer, ich fühle mich da immer wieder komisch, wenn ich da so, ja, wir schneiden jetzt ein Thema an. Ich bin nicht behindert. Nein. Ich fühle mich auch gerade gar nicht behindert irgendwie, wenn ich sowas sag. Ja, deswegen, mit dem Kumpel kann man sich dann halt immer noch irgendwie so unterhalten. Boah. Alter, das war richtiges Glück, dass ich den getroffen habe. Und bei Battlefield, ja, da kann man halt immer rumschreien und sowas. Nein! Das war so klar, dass es das passieren muss. Ah, ja. AK-12. Ist es? Das ist diese Anfangswaffe, ne? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, welches Level der war. Aber die ist auch recht gut eigentlich dafür, dass die erste Waffe ist. Packe ich erstmal fest. Übrigens, was ich auch erst letztens rausgefunden habe, desto länger man diese Def. Wie heißt das denn hier? Mir fällt der Name ein, nicht ein. Defibrillatoren. Ich kann es nicht aussprechen. Ich bin gerade irgendwie brainfucked. Wir haben heute eine Mathearbeit. Und seitdem bin ich irgendwie ein bisschen durch. Defibrillatoren. Defibrillatoren. Ja, stimmt sogar. Genau, wenn man die länger aneinander reibt, dann bekommt, also desto länger man die aneinander reibt, desto mehr HP bekommt der wieder zurück. Beziehungsweise halt Leben. Wer nicht weiß, was HP heißt, sollte aber eigentlich jeder wissen, aber man weiß ja nie. Es soll ja immer noch Leute geben, die sowas nicht wissen, ne? Deswegen sage ich das lieber nochmal. Wow! Ja! Er wirft mir eine Granate direkt gegen den Kopf, genau. Ergo Impact, das sind genau die, wo ich auch dabei habe. Die hat er mir halt jetzt gegen den Kopf geworfen und dann ist sie durchgehend. Da ist die einfach instant explodiert. Und dadurch bin ich dann halt auch gestorben. Weil eine normale Granate, die wäre wieder zurückgeprallt, da hätte ich zwei Schaden bekommen, zwei Schadenspunkte und dann wäre es das gewesen. Aber die ist mir halt direkt gegen den Kopf geflogen und da auch explodiert. Deswegen bin ich auch gerade gestorben. Kann sein, dass ich keinen Ton mehr habe. Oder ist der einfach nur extrem leise geworden plötzlich? Okay, ich weiß nicht, ob jetzt der Ton leiser geworden ist. Wenn ja, tut es mir ein bisschen leid. Dann muss ich versuchen, das irgendwie lauter zu drehen. Ich gucke mir das nachher in der Aufnahme mal an. Wir sind jetzt bei 37, okay. Circa war das dann. Fuck. Ich wollte da gerade runter. Ah, hier oben ist wirklich. Ich glaube, sie wollten es so ein bisschen auflockern durch die Fahrstühle. Aber es ist wirklich so, dass da an dieser einen Stelle immer ziemlich viel los ist und wirklich da die zwei Teams so aufeinanderprallen auf der Map. Das ist richtig krass. Weil wenn man da einmal. Keine Ahnung. Also. Wirklich immer da, ihr müsst das wirklich, wer Battlefield hat, der weiß das. Die Teams treffen immer da aufeinander und da findet dann auch die meiste Zeit irgendwie die Schlacht statt, weil sich nichts nach hinten und nach vorne bewegt. Also entweder in der Mitte oder halt, man wird richtig krass in Spawn reingedrängt. Das sind wirklich so drei Möglichkeiten, aber so wirklich so hin und her gibt es selten. Das ist, so eine Sache bei der Map, die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Hier, warum kriege ich das nicht hin? Warum? Ich will eine F2000. Ich will eine F2000. Ich habe gestern zwei Runden gespielt und ich habe nur versucht, diese Waffe zu kriegen. Aber ich habe es leider nicht hinbekommen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Ja. Und wer jetzt mal will, dass ich vielleicht mal ein Video von meinem Setup hier mache, kann ich machen. Geht aber nur mit meiner Handykamera. Okay, ich habe eine recht gute Handykamera. Eine verhältnismäßig gute.
gut halt eine Handykamera sein kann. Mit der würde ich das dann aufnehmen und auch hochladen, ungecuttet und so. Aber ja, vielleicht kann ich es bearbeiten. Ich weiß nicht, wie das wieder mit USB aussieht und so. Da hat mein Computer, haben alle meine Computer Probleme. Auch schon mein Laptop hatte das. Ich weiß nicht. Und ja, mal schauen. Aber wenn ihr es wollt, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Und wenn das 3-4 Leute wollen, dann mache ich das auch gerne mal. Aber ja. Ich halte es jetzt nicht unbedingt für notwendig, aber ich gucke mir sowas selber gerne an und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier auch einen oder den einen oder anderen interessiert. Darum, ja. Wow! Das finde ich auch geil, diese Animations, Alter. Ja, wenn die da unten liegen, die Treppe runtergeflogen sind, dann buggt das alles ein bisschen. Aber naja. Nehme ich mit hoch! Komm, Medikit, 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 werf Medikit. Oh Gott, danke. Muss noch ein zweites hinwerfen, damit wir auf jeden Fall geheilt werden. Bitte. Boah, gut. Zum Glück. Ja, und wer sich fragt, warum jetzt so wenig Videos kommen in letzter Zeit, es liegt einfach wirklich daran, dass ich in letzter Zeit wirklich extrem wenig spiele. Also ich hocke zwar den ganzen Tag am PC, aber ich zocke irgendwie nicht. Weiß auch nicht. Ich gucke mir den ganzen Tag irgendwas auf YouTube an oder weiß nicht so, was ich machen soll. Weil das Wetter draußen ist zu schlecht, um rauszugehen. Es regnet den ganzen Tag und ja. Naja, naja. Und Schule ist gerade auch nicht so super entspannt. Also, ja. Bleibt mir dann nicht mehr so viel Zeit für YouTube, weil YouTube ist ein Hobby und ja. Ich kann mit YouTube im wahrscheinlichsten Fall nie so viel Geld verdienen, damit ich mir da irgendwie mal was Größeres von leisten könnte, geschweige denn davon leben könnte, weil das sind Ausnahmen und ja, deswegen YouTube ist ein Hobby und ist auch gut, wenn es ein Hobby bleibt und ja, das ist ein schönes Hobby. Ich mag mein Hobby, ja. Aber ja, ich zwing mich da halt auch nicht so zu. Ich denke mir halt so immer, ach, ich sollte mal wieder ein Video bringen und dann habe ich irgendwie keinen Bock. Und ich will auch nicht unter Zwang aufnehmen, sonst werden die Videos halt schlecht und da habe ich keinen Spaß dran, da habt ihr keinen Spaß dran. Und diese Leute sind alle tot. Reanimierhaufen. Oh ja, genau. Wow! Da habe ich keinen Spaß dran, habt ihr keinen Spaß dran und letztendlich ist ja der Sinn von den Videos, die ich hier mache, wirklich nur euch zu unterhalten. Und selber Spaß zu haben. Und da bringt es ja nichts, wenn ich das nur mache, irgendwie damit ein Video kommt. Es bringt keinem was in letztendlicher Hinsicht. Und deswegen mache ich auch nur ein Video, wenn ich da Bock drauf habe. Und ihr müsst halt euch vorstellen, dass halt viele denken halt immer noch, dass es wirklich sich hier hinhocken, eine Viertelstunde aufnehmen und dann ist es getan. Aber da steckt halt weitaus mehr trotzdem dahinter. Die ganzen Aufnahmeprogramme und sowas muss man erstmal richtig einstellen. Okay, wenn man da einmal die Einstellung hat, ist auch gut. Dann muss man Aufnahmetermine vereinbaren mit Leuten, wenn man zusammen aufnimmt. Das Größte ist halt nicht wirklich nichts aufnehmen, ist wirklich das Kürzeste von allem. Ich renne danach immer noch 3 Stunden. Das Bearbeiten dauert, glaube ich, auch nochmal so 20 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, bei mir. Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich glaube, ich benutze jetzt heute auch mal ein neues Schnittprogramm, und zwar das von Adobe Premiere. Und nein, ich habe es mir nicht gecrackt, ich habe die Testversion. Die geht jetzt noch 27 Tage und ja, deswegen. Boah! Ja, ich hab den da hinten. Alter, Headshot. Mann, du bist tot. Ja, Schützenhilfe. Auch gut. Und ja, mal gucken. Also wenn es nicht geht, dann werde ich das dann mit dem Taser schneiden. Aber ich glaube mal, dass es geht und dass es ganz geil wird. Und ja, ich muss mich da jetzt mal umgucken, wie das so läuft bei denen. Und wenn ich es hinkriege, wird das Video in Full HD kommen. Wenn ich es hinkriege. Ich verspreche nichts, aber wenn ich es hinkriege, lade ich es in Full HD hoch. Da war anscheinend noch einer hinter mir, der mir helfen wollte.
Und wenn ich es nicht in Full HD hinkriege, dann kriege ich es halt nicht in Full HD hin. Da müsst ihr dann halt mit leben. Aber ja. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ich habe gehört, auch. Also, ich habe mich da jetzt nicht so erkundigt, aber ein Kumpel hat mir gesagt, dass doch bald das Naval Strike DLC kommt. Also, das nächste DLC, wo dann mit Wasserschlachten und so einem Zeug. Was ich mir auch relativ cool vorstelle. Aber ich weiß nicht, Battlefield habe ich jetzt nie so. Ja, Battlefield 4, ne? Also ich muss dazu direkt sagen, Battlefield 4, Battlefield 3 habe ich mega geflasht. Also ich liebe dieses Spiel immer noch. Obwohl ich es in letzter Zeit ein bisschen lame finde, wenn man hier Battlefield 4 mit allen Explosionen und alles geht kaputt und dann Battlefield 3. Boah. Da ist ein Karton kaputt gegangen. Okay. Und ja. Deswegen. Es war halt einfach nur verbuggt, das Spiel. Und das war auch das große Problem, weswegen ich auch die Lust am Game verloren habe. Weswegen ich es auch nicht wirklich viel gespielt habe, obwohl ich recht viel Geld dafür ausgegeben habe. Ich will jetzt hier keine Preise nennen, aber ja, ist auch schon ein dreistelliger Betrag, ne? Und ja, da bin ich doch schon sehr enttäuscht gewesen, als das Spiel so schlecht war. Aber sie haben jetzt großteils alle Bugs rausgefixt. Und wirklich, wenn ein Spiel wirklich richtig gut ist, dann sehe ich das auch mal ein, dafür so viel Geld auszugeben. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich in den Laden gehe, mir jedes Spiel hole und direkt noch Premium und Season Pass und dann nochmal sämtliche andere DLC-Dinger, was auch immer es gibt, ne? Nee, ich mache das wirklich, ich habe mir ein Call of Duty gekauft, da habe ich jetzt Season Pass für. Black Ops 2, wer es wissen will. Für was habe ich noch Premium? Und für Battlefield 3 und Battlefield 4. Das sind die drei Spiele, wo ich Premium habe. Und wer sich jetzt fragt, warum ich nur Black Ops 2 habe und kein Ghost oder was anderes, weil ganz ehrlich, Leute, COD ist es wirklich immer genau dasselbe. Es sind nur andere, die Waffen sehen anders aus, haben andere Namen und das Spiel sieht ein bisschen anders aus, beziehungsweise es gibt andere Maps, juhu. Und ich bin zufrieden mit Black Ops 2, also warum? Und ich weiß, dass Ghost überhaupt nichts anderes ist, also wirklich null. Bei Battlefield hat sich ja wenig ein bisschen getan, ne? Also ich meine, im Grundprinzip sind es alle die gleichen Spiele, ob es jetzt COD, Crisis, Battlefield. Es sind alles im Grundprinzip die gleichen Spiele, aber wirklich bei COD verändert sich null. Battlefield macht da wenigstens ein bisschen was dran und andere Spiele, aber COD ist wirklich seit Jahren selber und ja, ich glaube auch, dass COD immer weniger, ich nenne es jetzt einfach mal Anhänger finden wird. Es hört sich einfach schon so an wie eine Sekte, ey. Ich stelle es mir gerade vor, wie sie rumrennen mit so Ghost-Masken. Boah, Mann! Oh, belebt mich wie noch? Nee. Ja, genau. Was? Hä, lol? Die stehen da. Yo, die haben alle schon gestürmt, lol. Hab ich gar nicht mitbekommen auch. Was geht denn da ab? Die haben uns schon eigentlich recht gut zurückgedrängt. Also, ja. Also, wenn man mal hier hinten ist, dann haben sie einen schon ein bisschen zurückgedrängt, weil normalerweise kämpfen wir immer vorne so an diesen Treppen. Und ja, sieht gerade nicht so gut für uns aus, aber ich finde eigentlich, dass die Teams wirklich sehr ausgeglichen sind, auch wenn ich gerade nicht gut abschneide. Aber an sich finde ich die Teams sogar recht ausgeglichen, was gut ist. Ich finde ausgeglichene Teams immer gut. Alter, standen da viele. Run, Forrest, run! It's too late. Gott, ey. Ich glaube, ohne Witz, die sprayen hier einfach noch rein. Also, okay, ich springe auch um die Ecke und schieße da drauf, aber die sprayen hier nur durchgehend. Die hocken wahrscheinlich da hinten, wissen gar nicht, auf was sie schießen und ziehen einfach ihre Waffe von links nach rechts und von rechts nach links und dann ist gut. Weil die eh irgendwas treffen werden. Außer halt der Sniper, der zielt wahrscheinlich schon noch. Nein, 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 nein! Alter, das war. Scheiße. LOL! Ja!
Ich lebe! Stay alive. Und ich bin wieder tot. Natürlich bin ich wieder tot. Ja, ich habe gerade etwas getrunken. Oh Mann, ey. Wow. Hier geht gerade Party hard. Ich glaube, ich schneide hier einfach auch noch mal für den, wo es interessiert, hier von meinem Windows Leistungsindex noch mal was rein. Da habe ich nämlich 7,9 für die Grafikkarte und ja, in beiden Punkten. Es gibt ja Grafikkarte, also beziehungsweise Grafik, und dann gibt es noch mal Grafikspiele, und ich habe in beiden Bewertungen 7,9, was natürlich mit einer 77 auch so sein sollte, weil ist doch nicht gerade eine billige Grafikkarte, geschweige denn eine schlechte halt ist. Und ja, da erwartet man ja ein bisschen was für sein Geld, ne? Und ja, ich bin einfach so glücklich. Auch wenn Minecraft zurzeit so ein bisschen Probleme noch hat, aber das sollte sich dann auch mit einem Intel und 8 GB mehr RAM regeln. Davon bin ich überzeugt. Und wenn nicht, dann verkaufe ich mein Leben an. Ich sag jetzt lieber nichts Falsches. Ich verkaufe mein Leben an meine Abonnenten. Nein! Du Hurensohn hast mir den Kill geklaut! Ja, und er lebt jetzt auch nicht. Nein, ja, klar, schießt noch auf mich. Ist ja klar, typisch, Mann, ey. Ja, warte, ich mich gerade selber beleidigt. Nicht vergöt. Ich sollte das, glaube ich, lieber lassen. Dreck Sniper, ey. Aber jetzt drängen wir sie, glaube ich. Ach so. Alter! Hilfe! Ja, genau. Hier fliegen ja nur noch Granaten rum, also ja, ist ein bisschen gefährlich im Krieg, ne? Ein bisschen. Ja, ja! Ach ja, es gibt ja jetzt eine neue Pistole irgendwie mit dem neuen DLC oder mit diesem DLC. Ich weiß gar nicht mit welchem, aber es gibt jetzt auf jeden Fall eine neue Pistole. Der hat mich da auch gerade mit abgeschossen. Die habt ihr vielleicht kurz im Bild gesehen. Wenn ich schaffe, und das kann ich euch nicht versprechen, werde ich es nochmal rausschneiden und euch oben irgendwie reinschneiden jetzt, aber ich glaube, das wäre vielleicht schon ein bisschen too much. Aber wenn ich schaffe, mache ich es. Wenn ich schaffe. Ja. Auf jeden Fall. Wer die Rex aus PF3 kennt, ich sterbe gerade nur noch, ne? Merkt ihr das? Ich lasse gerade richtig stark nach. Wer die Rex aus PF3 kennt, genau, der erste, 42,5, der weiß ja, dass man damit recht schnell schießen konnte. Die war wirklich nach dem Magnum, glaube ich, die stärkste Pistole. Damit konntest du recht schnell schießen. Und ich glaube, wenn du da mit einem Headshot gegeben hast, war der sogar One-Shot oder mindestens Two-Shot. Also Two-Shot hat ja eigentlich immer bei mir gemacht. Also ich habe immer 2-3 Schüsse und dann war der Gegner aber auch tot. Und also weil ich getroffen habe. Aber ja, ich glaube, dass es jetzt, weil die Rex gibt es ja auch so in dem Spiel, aber mit der Rex kannst du hier nicht schnell schießen. Das ist die Sache. Auf jeden Fall, soweit ich weiß, nicht. Oder es war einfach nur mit meiner alten Grafikkarte die Lex. Ich kann es ja gerade mal ausprobieren, weil genau, das hier ist die neue und das hier ist die Rex. Ich versuche jetzt erstmal die neue. Und dann versuche ich mal die Rex. Okay, dann brauche ich sie. Ich kann nicht einblenden. Naja, okay. Okay. Es
Ist okay, also Stoß hat sie auch bekommen. Das war ja... Das ist die Scheiße, wenn du hier einen in diesen Spawn reingedrängt hast, genauso beim anderen, aber hier ist es besonders schlimm, dann snipet die Hälfte nur noch da hoch. Und ja, das ist wirklich recht schlimm. Ich mach mal kurz die Rex zum Vergleich hier. Ja, okay, die hat auch keinen starken Rückschuss mehr. Ich glaube nicht in die Rex wieder. Ja, ja. Weil die Rex hat normalerweise, hast du mitgeschossen. Also die Waffe hat so richtig nach oben gezogen. Egal, ich blende euch das einfach auch noch hier ein. Wie die im BF3 war. Also so ist die im BF4. Und ja, ihr habt gerade oben BF3 wahrscheinlich im Vergleich gesehen. Und jetzt auch nochmal. Und hier ist die ein bisschen anders. Also vom optischen her, vom optischen Rückstoß her. Ich muss gleich nochmal BF3 spielen, fällt mir gerade auf. Nein. Lass mich da rein! Boah, Alter. Ja, okay, die ist doch relativ stark, muss ich sagen. 2 Schüsse im Kopf. Und der war tot. Nice aim übrigens, ne? Nice aim. Ich bin halt einfach besser als ihr. Selbstlob stinkt zum Himmel, ey. Nein! Ich hatte keine Muni mehr! Oh Gott! Ich bin so behindert. Ich hab doch nachgeladen. Warum war da jetzt keine Muni drin? Ich hatte doch vorher nachgeladen. Hatte ich nicht vorher? Hä? Ich hatte doch vorher nachgeladen, oder? Ich hab doch vorher nachgeladen. Sprüht mal zurück und guckt mal nach. Ich hab vorher nachgeladen, 100 Pro. 100 Pro habe ich vorher nachgeladen. Toll, 10. Es gibt Leute, die noch schlechter spielen als ich. Krass. Boah, jo. Den geht's an der Tür ab, hier geht's da ab, überall geht's ab, ey. Der braucht meine Hilfe! Oh no. Der ist da nicht weggegangen. Oh, ja, okay. 28 Minuten. Nein, ist gar nicht überzogen oder so. Nee. Überhaupt gar nicht. Krass. 28 Minuten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so lange aufnehme, aber... Okay. Krass. Schön viele Punkte. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Kommentare sind. Freue ich mich immer drüber. Weil eigentlich niemand einen Kommentar schreibt. Und wenn es euch gefallen hat, wie schon gesagt, lasst eine Bewertung da. Daumen hoch oder Daumen runter. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Tschüss.